Es hatte irgendwie ein bisschen was von einem Schulausflug. Und als sich dann jeder seinen Platz im Bus gesichert hatte, überwog vor allem die Neugier. Bereits Wochen im Voraus war die bundesweite 72-Stunden-Aktion das Thema. Es wurde viel geredet und viel erklärt. Jetzt aber bekam die Jugendsozialaktion auch endlich ein konkretes Gesicht. Und das wollten natürlich alle kennenlernen. Und dann ging es auch noch darum, Danke zu sagen. Das ist ein kleines Zeichen auch der Dankbarkeit und der Anerkennung für die Jugendlichen, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, die etwas geleistet haben, die durch ihr Tun auch andere animiert haben, großzügig zu sein. Das merkt man eben so, ist eine gute Tat, wie sie sich auch in anderen fortpflanzt, dass sie selber dann initiativ werden und selber auch was Gutes tun wollen. Wenn es viele solche Initiativen gäbe, dann könnten wir uns vor lauter Glück gar nicht retten. Aber wie gesagt, man muss immer wieder neu damit anfangen. Und da sind wir manchmal etwas der Schwerkraft verhaftet. Und der Jugend ist es eben eigen, dass die vielleicht mal diese Schwerkraft bezwingen können. Das erste Projekt führte die sogenannte VIP-Bus-Tour nach Diedorf und dann immer weiter hinein in die westlichen Wälder. Und der kleine Fußmarsch war es wert, denn am Ende erwartete die Gruppe, etwas versteckt in einer Lichtung, die Andachtsstätte der Diedorfer Kolping-Jugend. In nur 72 Stunden haben die Jungs und Mädels etwas Großes auf die Beine gestellt. Wir haben am Donnerstagabend eben das Projekt gekriegt, dann haben wir uns zuerst mal den Standort angeschaut und dann geplant, wie wir vorgehen. Dann haben wir uns getroffen und haben das Kreuz und die Bänke grob mal erstellt. Und am Samstag ist dann in die Feinarbeit gegangen, haben also die Bänke und das Kreuz auch lackiert und noch die Schrift draufgebracht. Die Waldkirche soll künftig nicht nur Gebets-, sondern auch Andachtsstätte sein. In Erinnerung an die Menschen, die hier in Diedorf beim verheerenden Hochwasser 2002 ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben verloren haben. Das nächste Etappenziel führte die Gruppe nun wieder zurück in die Stadt, ins Augsburger Telortviertel. Dort berichteten die Studenten der katholischen Hochschulgemeinde von ihrem Projekt. 3 Tage lang haben sie bei Impuls, einer Ausbildungsstätte für Erzieherinnen, richtig mit angepackt. Das Ergebnis? Eine Parkanlage, die schon bald eine kleine Oase inmitten des Alltags sein soll. Dafür hat es sich dann auch gelohnt, Schaufel und Spaten in die Hand zu nehmen. Die Gemeinschaft stand natürlich im Vordergrund. Man lernt, dass es alleine wirklich gar nicht geht. Wenn man hier alleine angefangen hätte, wäre es sinnfrei gewesen. Und ja, also, dass man auch natürlich an seine Grenzen kommt. Also heute Mittag hatten wir einen Tiefpunkt, es ist ein paar Mal so stimmungsmäßig gekracht, aber man rafft sich wieder auf und schafft's. Und wenn dann als Dankeschön auch noch ein Erinnerungsfoto mit dem Augsburger Bischof in solch ungewöhnlicher Pose herausspringt, dann waren es alle Mühen wert. Und wo wir schon mal bei ungewöhnlicher Pose sind, auch in einem Jugendzentrum ist Konrad Starsa nicht jeden Tag zu Gast. Im K15 in der Kanalstraße spielte sich 3 Tage lang alles im Garten ab. Es soll grüner, strukturierter, eben einfach gemütlicher werden. Das ist so eine Auftaktveranstaltung für uns, weil es war klar, in 72 Stunden werden wir hier diesen gesamten Rasen oder den gesamten Garten nicht hinkriegen, aber einfach mal einen Start zu finden und dann mit Jugendlichen hier im K15 einfach weiter dran zu arbeiten diesen Sommer und dann hoffentlich nächstes Jahr halt einfach mal diese ganze Vielfalt und die Vielfalt hier im Garten zu erleben. Und egal, ob es nun um die Verschönerung eines Gartens, um eine Gebetsstätte oder um ein ganz anderes Projekt ging. An allen Orten der 72-Stunden-Aktion ging es letztendlich darum, mit vereinter Kraft etwas für das Gemeinwohl zu tun. Die Jugendlichen haben gezeigt, dass auch in kurzer Zeit viel erreicht werden kann. Wir sehen, dass junge Menschen aktiv etwas in die Hand nehmen und uns braucht nicht bange sein vor morgen. Wenn man solche jungen Menschen hat, ist die Welt in Ordnung und der Himmel verbündet sich und berührt die Erde. Mehr kann man nicht verlangen. Da soll doch noch mal einer sagen, mit der Jugend von heute sei nichts mehr los. Von wegen. Denn am Ende waren sich alle einig. Diese engagierten Jungs und Mädels hat wirklich der Himmel geschickt.